Herzlich willkommen zum ersten ARD-Sommerinterview, meine Damen und Herren, bei sommerlich heißen Temperaturen. Auch in diesem Jahr melden wir uns von der Terrasse des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses mitten im Regierungsviertel. Unser erster Gast heute, der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Horst Seehofer. Seine Partei will Deutschland mit einer Pkw-Maut beglücken. Und er selbst steht nach einer verunglückten Europawahl in der Kritik. Herzlich willkommen, Horst Seehofer. Ich grüße Sie. Herr Seehofer, aus aktuellem Anlass beginnen wir heute mit der Außenpolitik. In Gaza herrscht Krieg, Menschen sterben, die Zivilbevölkerung leidet. Und die Kanzlerin betont das Selbstverteidigungsrecht Israels. Wird das wirklich der Lage gerecht? Selbstverständlich wird das der Lage gerecht. Es ist ja nicht nur diese Nachricht heute. Es sind ja vier Nachrichten, die bedrückend sind. In der Ukraine der Flugzeugabsturz, da kommen wir gleich noch zu. Im Irak die massenhafte Vertreibung und Verfolgung von Christen. Hier in Israel diese schwierige Angelegenheit und dann in Ägypten der Tod von 20 Soldaten an der Grenze. Das ist heute am Sonntag sozusagen die Nachrichtenlage und die muss uns eigentlich alle besorgt machen. Jedenfalls mich bedrückt diese Lage und zeigt, wie wichtig es ist, dass die Staatengemeinschaft Europa gemeinsam mit den Amerikanern alle Möglichkeiten nutzen, um diesen Herausforderungen Herr zu werden. Herr Seehofer, bleiben wir noch einen Moment bei Israel. Würden Sie auch so weit gehen wie die Kanzlerin? Die Sicherheit Israels gehört auch zur deutschen Staatsräson. Und bedeutet das, dass wir folglich alle Militäraktionen Israels kommentar- und kritiklos hinnehmen müssen? Ich stehe voll zu dieser Definition der Kanzlerin. Es ist auch meine und unsere Definition der CSU. Sie müssen ja mal sehen, wenn der Staat Israel, das Volk Israels pausenlos und ständig und immer wieder mit Raketen beschossen wird, dass man dann vom israelischen Staat her den Versuch unternimmt, die Infrastruktur für diesen Abschuss von Raketen und für den Nachschub zu zerstören. Das trifft auf mein volles Verständnis. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und wir kommen zu der anderen großen Krise. Im Nahen Osten gibt es fieberhafte diplomatische Bemühungen, um wenigstens eine Feuerpause oder gar zu einem Waffenstillstand zu kommen. Bis jetzt leider vergeblich. Raketen fliegen Richtung Israel und im Gazastreifen greifen durch die harten Schläge der israelischen Armee Zerstörung und Tod um sich. Über 600 Menschen kamen dort seit Beginn dieses Konfliktes um, unter ihnen auch eine deutsch-palästinensische Familie. Sie steht beispielhaft für die vielen Opfer dort. Es starben die beiden Eltern und alle fünf Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren. Rüdiger Baumann. Israelische Raketen haben die obersten 6 Stockwerke des Hauses einstürzen lassen. Das Salam-Gebäude in Gaza-Stadt. Salam heißt Frieden. Es klingt wie Ironie des Schicksals. Hier hatte Ibrahim Kilani mit seiner Frau und seinen 5 Kindern Zuflucht gesucht. Zweimal mussten sie fliehen in den letzten Tagen. Und dann wurde das Salam-Gebäude zur Todesfalle für die Familie. Ich war in der Tankstelle gleich hier. 2 Raketen sind in das Haus geflogen, eine nach der anderen. Sie haben keine Warnungen geschickt vorher, wie sie immer behaupten. Sie? Gemeint sind die Israelis. Ibrahim Kilani ist vor 13 Jahren in seine Heimat in den Gazastreifen zurückgekehrt. Vorher hatte er in Deutschland in Siegen studiert und die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Sein Bruder Salah kann nur noch zusehen, wie die Leichen weggebracht werden. Das älteste Kind war 12 Jahre, das jüngste 4, erzählt der Bruder. Er wollte immer nach Deutschland gehen, aber er hatte kein Geld, um dorthin zurückzukehren. Im nordrhein-westfälischen Siegen leben bis heute Ibrahims Ex-Frau und seine inzwischen erwachsenen Kinder aus erster Ehe. Sie zeigen Fotos von früher, als alles noch gut war. Ich bin einerseits sehr, sehr traurig und andererseits unglaublich wütend, weil Ibrahim nie politisch aktiv war. Er auch
niemals irgendwelche Verbindungen zu Hamas oder anderen islamistischen Gruppierungen hatte und mich macht das total sauer. Also einerseits habe ich mir halt immer gewünscht, dass wir ihn irgendwann nochmal wiedersehen werden. Und ja, einerseits bin ich natürlich sehr traurig. Andererseits frage ich mich auch, wie sowas sein kann. Sein Bruder Salah hat die Leichen zurückbringen lassen in das Heimatdorf Bet Lahia. Das Totengebet. Salah zusammen mit den übrig gebliebenen Verwandten und Nachbarn. Am gleichen Tag müssen sie noch beerdigt werden. Das gebietet die Ehre der Toten im Islam. Und während die Totenfeier zu Ende geht, schlagen schon wieder Geschosse in der Nachbarschaft ein. Das trifft auf mein volles Verständnis. Würden Sie auch so weit gehen wie die Kanzlerin? Die Sicherheit Israels gehört auch zur deutschen Staatsräson und bedeutet das, dass wir folglich alle Militäraktionen Israels kommentar- und kritiklos hinnehmen müssen? Ich stehe voll zu dieser Definition der Kanzlerin. Es ist auch meine und unsere Definition der CSU.